Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Perfect Dice 2. Heute mit dem lieben Dalukat, Jules, Sepp und Cops and Jay. Hallöchen. Hallo, es wird der große Coup. Große Map. Ich nehme mal den Mechanic, dann kann ich Walls aufmachen und Türen anhingen. Das finde ich immer noch ziemlich gut. Ich nehme Firefighter. Firefighter. Ich nehme den Inventor und ich werde unten eine Klasse. Der Inventor. Der mit der Turret. Ah ja. Oh, du kannst. Wäre geil, wenn du dem die direkt reinsetzt. Die Turret. In. Da drin? Du musst die in den Vent setzen, damit sie da nicht reinkommen. Awesome. Ich habe schon einen richtig guten Megaplan, so, wie hieß das? Ocean's 11-mäßig. Unten der Vault, der ist ja riesig. Da ist richtig viel Shit drin. Und es gibt da einen Weg rein und raus, der, glaube ich, geheim ist. Aber es müsste einer den Tresor aufmachen. So einen kenne ich auch. Den habe ich gerade entdeckt, als wir uns die Map angeguckt haben. Bots. Nee, finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Vent ist halt dann nochmal übelst heftig. Dadurch müssten die ja nicht mal die Tür aufmachen. Aber ich glaube, wenn die unten geknackt haben, wird's hart, ey. Ja, das Problem ist, wenn wir uns beide nur auf unten konzentrieren, können die halt alles andere leer machen. Ja, deswegen kannst du nicht. Ja, wir müssen aber ein bisschen gucken, wir müssen ein Feeling aufbauen. Die lange Kugel haben, aber dann ist er doch gar nicht mehr geheim. Ja, aber die anderen super, willst du da nicht als Joker da rein, weil wenn du da rein und rauskommst, dann haben wir quasi gewonnen. Ja, aber ich glaube, die werden oder öfter wiederkommen und gucken, wo ich wer kann dir, Ninja ist ja perfekt. Ich hab da was, ich kann dir da eine Glasscheibe hinsetzen. Ja. Gucken, ob einer von denen den Joker spielt, weil eigentlich spielst du immer den Joker. Ja, der bringt halt mehr Kohle. Ja. Muss mit dir durch, ja. Brauchen auf jeden Fall das offen. Wie das offen? Ja, der Tresor muss halt auf sein. Ich komme ja nur rein, wenn der Tresor offen ist. Ach so, das heißt, ich muss auch nach unten. Das heißt, zumindest müsstest du den Eimer aufmachen, ja. Dafür bin ich an der falschen Seite gespawnt. Das So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo man überhaupt hier runterkam. Hier war das, genau. Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wo der Eingang des Vents war. Eine Pistole dran vorbeigelaufen an einem Fenster? Ich höre auf jeden Fall Leute rumlaufen. Gibt einen Feuerwehrmann. Ich teste direkt mal seinen Beruf. Ich mach mal Feuer. Warte mal, wir haben. Lol, glaube, der hat hier eine Leiter hingestellt. Ist ja witzig. Haben beide. Ja, Feuerwehrmann ist zum Löschen gekommen. Hat auch gleich gelöscht. Ach, den Venteingang kannst du auch nur machen, wenn gerade Feueralarm ist. Ja, das ist gar kein Problem. Deswegen habe ich ja Firefighter genommen. Ich habe mir den Vent da vorher angeguckt. Ach, guck mal, da ist schon Feuer. Ich habe ja mal so eine Turret installiert, wa? Gerade hinterher. Der hat nicht gerafft, wer du bist. Freunde, die Frames hier auf der Map, die sind ja. Ja, sie ist es bei mir aber auch. Bricht ein wie sonst was. Ich bin so. Okay. Achso, er schießt auf den Bot, er rennt dem Bot hinterher. Zweites bei mir. Lassen. Zack. So, erstmal müssen die da. Boah, hast du geschossen? Der Gegner mit der Bombe, der hier rumrennt. Junge! Das war der Robber! What? Er hat einfach die Bombe geplantet. Ach du Scheiße, Alter. Ich geh nach unten, Sepp. Bot hat er. Einer außen irgendwie unterwegs? Ja, einer hier außen unterwegs. Jay löscht gerade wieder nämlich die gelegten unteren Feuer. Wall auf. Ich gehe dabei vielleicht drauf, aber egal. Wall ist offen. YOLO. Nice. Ist einfach reingerannt. Lol. Alter, jetzt geht's hier. Die machen richtig Feuer-Action. Ja, da haben sie Bock drauf. Meine richtig Feuer-Action. Jay ist immer noch hier in der Mitte, wo wir die Pflanzen angezogen haben. Kommt jetzt zu dir, Sepp. Ja, er hat mich gesehen, wie ich mich gerade umgesetzt habe. Das ist klar, das ist zu schnell. Hier unten ist ein Geschütz. Ein Geschütz. Aber mir sind gerade beide Cops. Der andere hat so eine Warnweste an. Muss mich mal einmal heilen gehen, leider. Ist gerade nicht mal das. Lol. Das war jetzt ärgerlich für dich, Sepp. Das war ja für dich sehr ärgerlich. Komm ich denn jetzt zum Leben? Da ist ein Bord-Polizeiauto. Hoffentlich zählt das.
Wie kann man dieses Geschütz nochmal zerstören? Ganz viel draufschießen, das hält richtig viel kann aus. Kann ich auch, hier, so ein Schmu. So explosive Fässer. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ein kommt unten, einer ist hier unten. Ja, Jay ist wieder mit zum Löschen. Ich bin nicht überzeugt von meiner Takt. Jay geht jetzt weiter. Also Sepp, unten im Vault ist einer drin. Was hatte ich denn noch? Unten, die Vault-Tür ist offen. Ja. Echt. Man, die ganze Zeit Feueralarm. Jay geht jetzt weiter. Also Sepp, unten im Vault ist einer drin. Ja, ist gut. Hat jetzt das Geschütz weggenommen, der wird das Geschütz im Vault aufstellen. Ich weiß nicht, ob das Geschütz mich anschließt. Jay ist immer noch hier in der Mitte. Der hat das Geschütz mitten in den Vault gestellt. Volle Pulle. Ich weiß halt nicht, wer das ist von denen. Okay. Wir haben uns auch mal einen Roboter gespawnt. Wer geht die Treppe hoch? Weg runter? Ist jetzt aus dem Vault raus. Oder wollen wir einfach oben den Vault probieren? Jay ist oben. Na, Jay steht nur da oben. Er ist noch nicht reingekommen. Okay, irgendwas. Läuft wieder nach oben. Ah. Ich habe da jetzt drinnen das Ding aufgebaut. Die Turret. Als ob hier zwei Leute stehen. LOL. Also die planen den großen Heist. Die haben noch einen. Die haben richtig großen Heist, machen sie gerade hier. Mann, da sein, Alter, das ist die Scheiße schon wieder an. Ehrlich, solange mich das Ding nicht hasst, der bleibt hier unten an der Treppe. Ja, lass mal versuchen. Wartet nur darauf, dass jemand unten in den Vault reingeht. Lass mal versuchen, den oberen Vault. Geh wieder nach oben, ja. Jay ist immer noch hier, bei mir oben, Mitte. Geht jetzt hier lang. Mal runterkommen. Ich hab unten mal Feuer gelegt. Mann, hört doch mal auf mit dem Feuer hier. Aber wenn du das einmal ausgemacht hast, können die an der Stelle nie wieder Feuer machen. Nee, aber hier gibt's ungefähr 5000 Pflanzen. Stimmt allerdings. Also ein bisschen das Problem. Schon wieder da hinten ein Feuer? Ihr nervt mich. Irgendjemand hat Spaß. Das. Okay, wir brauchen Geld. Brauch mal Frames, Alter. Das ist alles so suboptimal. Wie konnte man denn nochmal in den anderen Vault rein? Jay hat wieder gelöscht. Jay ist wieder Mitte. Unten ist auch Feuer, das mache ich mal aus. Junge, Alter, diese Hurenwand! Alter, ich mach die ganze nur Feuer aus! Stressigste Folge der Welt, ey. Ja, die wollen wahrscheinlich durch den Vent, ne? Kann sein! Jay ist immer noch Mitte. Geld runtergeworfen. Untere Vault ist hoffentlich offen. Ja, Jay war das anscheinend relativ egal, ist wieder hochgegangen. Ja, hier oben ist immer noch der Jay. Ja, Vault ist offen. Aber ich krieg ihn aber auch nie gefasst! Ich glaube, die machen das zu den zweit. Feuerteufel. Oh ne, eine Big Explosion. Ja, das war eine Big Explosion. Das war wahrscheinlich bei einem der anderen Vaults, ne? Weiß gar nicht, wo die sind. Wieso werden die mir gerade nicht angezeigt? Hey, rennt ich da rum? Das ist nicht die Wand hier platziert. Wenn du die Treppe runterkommst, hast du hier so ein Dia-Projektor hin. Ist alles so. Also ich sehe keine Probleme, das Ding ist tipptopp. Ja. Kann einer mir sagen, wenn einer zum oberen Vault kommt? Aber ich sehe niemanden. Boah, das ist nur eine ganze Strecke, Sepp. Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Fake-Tür? Habe keine Ahnung, wo die hergepiept haben. Kann man Fake-Türen planten als Robber? Ich hab keine Ahnung. Ah, Jay ist wieder Mitte. Jay ist hier. Guckt runter. Ja, ich sag dir Bescheid, Sepp. Hier, der Engineer ist auf jeden Fall auf unserer Ebene und in deiner Nähe. Weiß nicht, auf wen er geschossen hat. Auf mich. Oh, auf dich.
Okay, ich habe zumindest 64.000. Ja, ich sehe das. Achso, ja, doch, die meinen immer diese Fake-Fenster. Das ist so eine Tür, auf der steht aber auch was. Abdalu. Nice. Hier ist ganz viel Geld. Also, ich stehe jetzt hier vor. Ich sehe keinen. Ja. Was machen eigentlich die Bots, die ich gespawnt habe? Oh, Vorsicht, die Richtung ist gefährlich. Ist ja vierte schon, aber ich mach hier mal Feuer. Also ich geh mal mit den 64 eben weg, ne? Der baut halt, die bauen halt diese Fake-Bilder auf. Die Fake-Fenster. Fake-Fenster. Ja, so Fake-Bilder, dass du halt denkst, da wäre nix hinter, aber da ist was hinter. Ah! Wenn er unsichtbare Wand. Wenn du dagegen läufst, dann musst du gegenschießen. Ja, ich mache hier jetzt halt mal Feuer, dass einer von denen hier hinkommt. Dalu, du bist falsch verkleidet, glaube ich. Ach, ich laufe einfach als Paket weg. Also, wir brauchen einen Safe-Bär. Oh, Jay ist direkt hinter mir. Jay ist direkt bei mir. Ich weiß nicht, wer da gerade am Schießen ist. Ja, ich wollte den unteren. Gar nichts weggebracht? Den unteren. Also, haben wir irgendwo was in Aussicht? Ja, nein. Der Volt ist scheiße, der ist hinter mir. Und wir haben einen in Aussicht, ich habe einen verhaftet. Mach sie kaputt. Okay. Da haben sie schon ein paar Mal jetzt gemacht. Von dir war das. Okay, safe. Das ist kein Fake-Bild. Oh, hier machen wurde gerade Feuer gemacht. Alter. Ich mach aus. Was macht? No! Okay, nice. Dann können wir zumindest versuchen, nach unten zu gehen, vielleicht. Ich versuch's mal. Dann zünd ich hier mal kurz alles an. Und ja, ich zünde auch an. Ich glaub, wir zünden jetzt alles an. Ich mach das fertig. Komm, ich mach jetzt überall Feuer. Alles krank. Oh mein Gott, es brennt alles. Oh, Christian, du hast unten den Volt aufgemacht. Die Bude, ne? Brennt. Ja, der Volt ist offen. Okay. Auch dieses LO! Scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Da machst du halt nix, ne? Nee, da machst du nichts. Ist wieder einer dazwischen gelaufen? Nee, ich habe auf die Wand geschossen. Und dahinter war dann direkt ein von unseren Mitarbeitern. Ja, okay. Ist der unten oder oben? Keine Ahnung, ich bringe gerade Geld weg. Der war der mit der Weste, ne? Ich bin jetzt unten am Vault. That is the money. Okay, wir brauchen noch 26.000. Jules hat auch noch 22. Also genau, Leute, ich bin unten im Vault. Einfach ein Mitarbeiter erschossen. Oh Gott, jetzt geht's aber richtig rund hier. Steht mit dem Vault eigentlich. Okay, 4000 noch? Wenn sie mal durch. Hier liegen 4000, die kann ich wegbringen. Hier steht eine Leiter vor der Tür da. Moin. Kaputt. Das ist nur noch Peter. Einer, ich wenn nehm. Der runterkommt? Nee. Oh Gott, jetzt im Waldfeuer, mein Firefighter ist weg. Vor allen Dingen sind hier so viele Leute, ich hab keine Ahnung, wer das war. Unten im Dingens zwei Leute. Beide Leute sind unten. Nee, da unten. Also ganz unten, ja, okay. Ja, renn. Zack, fertig. Fahren wir? Ich fahr mal. Nice! Sehr gut. Sehr, sehr schön geregelt. Ihr habt so lange nix. Also, und dann habt ihr... Ja, wir mussten preparen. Jay scheint großer Handschellen-Fan zu sein. Ihr habt unten gut verteidigt und dann mussten wir ausweichen. Dann habt ihr euch zu sehr auf unten konzentriert. Wer war denn der Ingenieurtyp mit den... Das war Peter, der Ingenieur. Oder? Ich bin der Ingenieur. Wir haben einmal direkt voreinander gestanden. Oh, wir müssen Teams wählen. Die Scheibe funktioniert anders, als ich denke, hast, oder? Als du das Geschütz abgebaut hast, stand ich genau gut daneben. Oh, ich hab mir das schon fast egal. Ja, hab ich mir auch. Dann bist du nämlich nochmal gucken gekommen an der Treffen und hast da rumgelenkt. Ist der Gag von der Scheibe so, dass dahinter alles normal aussieht? Ja. Aber bei Feuer funktioniert das nicht, oder? Oder das weiß ich nicht. Das ich nicht also, so als geachtet. Ich durchgeguckt habe, hat es trotzdem gebrannt. Ja, wie das egal. Aus deiner Seite aussieht, das weiß ich jetzt. Also. Egal, war ja trotzdem schon mal ganz.
Aber es war schwierig. Ihr habt unten gut verteidigt, wo wir erst hin wollten, und dann mussten wir Alternativen. Das heißt, ihr habt da die Kohle ohne unten gemacht. Nee, am Ende haben wir unten dann. Aber wir haben zwei in die Tasche gepackt, aber wir durften es nicht. Also 64 hatten wir aus einem oberen Vault. Ah ja, okay, alles klar. Sehr gut. Wenn ihr dann nicht gut geschützt habt, dann konnten wir dahin. Aber die Map ist recht groß und die. Ja. Und die Frames. Oh ja, Mann. Ja, viel Erfolg dann bei Runde 2. Ja, dankeschön. Ebenso. Okay, ich gehe jetzt undercover, Jonathan. Okay. Meinst du, das ist logisch klug bei der großen Map? Meinst du nicht? Weiß ich nicht, musst du halt wissen. Spiel, was du willst. Also kannst ja gehen. Kannst du ja trotzdem Leute killen. Ja, ich habe halt die Hoffnung, dass ich Leute auf frischer Tat ertappe und so was Lustiges passiert. Okay, die werden safe jemanden nehmen, der die Vaults wieder zumachen kann, denn die ist sehr stressig, die Map, glaube ich. Ja. Ja, ja, ohne ein Vault kommst du halt auch nirgendwo hin. Ich nehme mal den Mafia-Boss. Carlos Tech, sehr gut. Ich mache nochmal Arms wieder und spawn jetzt direkt zu Beginn ganz viele Bots. Und dann gucke ich, dass ich schnell Geld klaue und hoffe, dass sie genug Chaos stiften. Was hatte ich? Ich muss jammen. Da, hallo? Er steht direkt davor! Ja, der ist wieder weg. Keine Ahnung, wer das ist. Da ist er. Oh, beide hier. Hinten. Gehen hinten rein. Hier, Tommy Gun. Mach schon ein paar Fenster hier auf. Ja, sehr gut. Oh no! Nur nicht finden lassen. Nee. Ah! Ich wollte da rein, wieso konnte ich da nicht rein? Heißt denn ein Paket? Oder habe ich mir das eingebildet? Irgendwann kam da mal nicht runter. Vielleicht, also ich konnte nicht drauf achten, weil wir jemanden verfolgt haben. Aber okay, ich sehe nichts. Na gut. Vergiss es. Ich mach wieder Feuer. Das ist aber auch eine extrem gute Nerv uns Taktik. Ja, die funktioniert halt auch bei 1000 Pflanzen, ne? Ja, ja, genau. Ja, irgendeiner ist jetzt schon gestorben am Anfang. Ja, das ist sehr gut. Einer rennt draußen rum, einer rennt draußen hinten rum. Ich dachte, wir spawnen da alle und nehmen direkt eine Tommy Gun mit. Die Frage, ob hier wer ist oder nicht. Ja, in der Tommy Gun war der nicht, das war ein anderer. Nee. Meinst du, einer von denen ist ein Insta? Ich hab gar nicht gesehen, wie mich erschossen hat, ehrlicherweise. Ich heb meinen auf. Upp. Das sieht man gar nicht. Einfach nur ein Typ, der in so einem Kasten steht einmal, und dann ja. So Kleingeld reinwirft. Okay, ich wüsste jetzt nicht mal, wo das Feuer ist. Achso, das ist eine Bombe. Lol. Sehr gut, Peter. Oh. Kasten steht und da ein bisschen Kleingeld reinwirft. Ich habe mal eine Bombe platziert, mal gucken, was passiert. Nice, ich habe auch eine. Macht die besonders viel Schaden? Ja. Nee, ich hoffe, die macht den oberen Vault auf. Also wenn du die platzieren kannst, die dicke, du stirbst daran nicht, aber die anderen Leute, die entschärfen wollen. Nee, Entschuldigung, die Tommy Gun. Ja. Oh, Tommy ist super. Rüber, Master Vault. Warte, wer hier unten? Ja, Peter, bei dir ist da eine Bombe. Ja, ich find sie aber nicht. Junge! Oh, daneben ist Jules, während Bottropper Medium ihm die Vorlage gibt. Also wenn du die Bombe geplantet hast, übrigens gucken, ob die einer entschärft und dann kannst du ihn wegmachen. Ja. Und du stirbst nicht an der Bombe. Oh, wow. What the fuck? Ach, die haben den Bot erschossen. Ich hab einen erschossen. Das ist ein Problem jetzt. Mhm. Ja, die ficken uns. Nochmal oben. Ich hab Jay erschossen. Jay erschossen. Ich mach mal weiter ATMs. Ich hab Verkleidung nicht vergessen. Ich hab die 10, vorher geholt. 10 Schuss hat's gebraucht. Alle Tresore sind auf, Leute. Okay, ich steh direkt daneben. Hier hat irgendwer rumgehackt. Doch, die sind wieder zu. Hier in der Haupthalle ist jemand. Jay ist hier in der Mitte wieder. Ja, Jay. Ja, dreimal alle Walls geöffnet. Noch wer drin? Kann ich. Das ist hier schon alles gehackt, Alter. So viele Geräusche? Ja, das Piepen bin ich. Geht jetzt da zu dir. Das ist zu selbst. Ja, das Geld liegt hier.
sag ich mal, wie es ist. Ja, direkt neben dem Vault. Ja, Jay steht da gerade noch. Quasi beim Rausgehen hat er mich erwischt mit 25k. Ist jetzt hier in der Mitte bei den ATMs. Ja. Vorsicht, Jules, ich glaube, den ATM da, den kann er so hacken, dass das einen Alarm gibt. Okay. Ja, Feuer, das ist jetzt wieder Feuer irgendwo. Jetzt oben den Vault bewacht, aber auf den haben sie scheinbar keinen Bock. Dann gehe ich runter. So hacken, dass das einen Alarm gibt. Okay. Ist jetzt gerade bei Sepp, der Yay? Alter, ich hab gerade die Bombe da platziert und dann geht der weg. So. Der ist hier wieder bei dem Geld. Aber Peter hat auch noch keiner gesehen, oder? Nee, also der nicht. Spielt bestimmt wieder Insider. Ich hab mir hier was angezündet. Ja. Jay hüpft immer noch hier in der Haupthalle rum. Also. Ja. Du findest aber viele, muss man sagen. Ja. Oh Gott! Bitte nicht. Nein! Ich bin explodiert beim Diffusen. Okay, jetzt hab ich verkackt. Da ist gerade einer. Legit. An dem Pieper vorbeigesprungen. Über den Tisch. Ein NPC. Wie kann das denn sein? Und hat Sepp gesehen. Nice, und der ist daran gestorben. Das sah Zeit verdammt gut aus, Mann. Das muss ich nachher nach der Folge nochmal recherchieren. Jawohl, let's go, baller, baller! Ja. Versuch mal zu gucken. Kameras sind jetzt wichtig, stimmt. Was? Hä? Wieso wurde denn Peter verhaftet? Keine Ahnung. Aber ich renne mit den 45.000. Leute, ist draußen. Die 45.000 liegen da. Kann ich meine abknallen, da liegen 45.000. Ganz versuchen. Alter, wie schnell man tot ist. Das ist jedes Mal so lächerlich. Schnell. Haben wir das so eingestellt oder ist das einfach Standard? Nein, das ist normal. Ja, das ist Standard. Da fliegt eine Drohne, die holt den Geld, das Geldsack von da, wo du gerade gekillt hast. Alter. Genau. Boah! Also, es nimmt nur noch Danu, glaube ich. Schnitte, ey. Danu, ja, ist wahrscheinlich so viel Geld. Jetzt bin ich auf der anderen Seite der Map gespawnt. Jetzt haben wir. Ja, das aber war doch knapp. Die Drohne holt sich einfach das Geld. Er steht halt immer noch da. Oh. Nein! Okay. Was ist der für ein Mann? Aber nice. Okay, ja, das Problem ist, du kannst es noch schaffen. Genau, du bist jetzt alleine. Ja, aber ihr seid one-on-one. Liegt irgendwo noch Geld? Aber Jay hat noch zwei Leben. Sind noch zwei, also sind die Vaults offen. Der rechte, der ist zu auf EG. Wo haben die noch Geld? Oh! Lastend. Das habe ich nicht mal gesehen. Er will jetzt so gewinnen, dem halt wahrscheinlich per Zeit das machen will. Der ist der rechte ist ja auch, genau, der ist ja ausgewählt. Oben würde ich, glaube ich, hingehen. Da liegt noch ein bisschen Geld von den ATMs. Ja, ja, habe ich gerade gesehen. Aber das sind halt höchstens 10.000. Das reicht nicht, du hast den oberen Vault, glaube ich. Das sind noch 3 Minuten. Du kannst alle ATMs hier leer machen, dann reicht das. Nee, es sind. Ich glaube, ich gucke die ganze Zeit hinter dich, Dalu, und sag dir Bescheid, falls Jay. Ich überlege, ob ich ihn töte. Du hast den Rücken soweit frei. Nice. Oh, einmal. Nice. Einmal muss ich noch töten. Nee, zweimal, oder? Zweimal. Ja. Ach, shit, okay. Kann halt jeder jetzt sein, ne? Ja, das ist das Problem. Ich switch die ganze Zeit durch die Kameras und versuch zu sehen, aber ich sehe nicht. Ich hasse das, ey. Ja. Das ist so bescheuert. Problem ist, Peter wird Kameras gucken. Und ich glaube, der ATM, der da noch offen ist, der könnte gehackt sein.
Ja, aber ich bin ganz, ganz krass für Strategie Jade zweimal erschießen. Ja, aber du hast eigentlich die schlechteren Karten, ne? Stell dich einfach zwischen die ganzen Dudes. Nicht, wenn er der bessere Spieler ist. Er will mich jetzt mit dem Feuer anlocken, um mich abzuschießen. Ich glaube, der hat keine Chance mehr an Geld zu kommen, ehrlich gesagt. Aber unten der Vault zum Beispiel ist komplett offen. Und da ist noch, da sind noch alle Diamanten drin. Das Piep würde ich hören, Peter. Ach so. Ich würde mal warten. Kann auch sein, dass er sich gar nicht drauf einlässt. Ja, einfach nur Seite. Die Vault ist links von dir. Guckt. In dem Eingang. Da rechts ist er jetzt, Dalu. Hier rechts um die Ecke? Ja, ja, genau. Aber könnte da wäre ich vorsichtig. Der ist nur in dem Eingang gewesen. Okay, das heißt, ich brauche. Okay, das heißt, ich muss Geld holen, anders komme ich nicht weg. Ja. Ich habe aber eine Idee, glaube ich. Stapelt das? Nein. Nee, so. Nee, so. Der Pieper warst du, ne? Verrückt, Mann. Ja, ja. Pieper bin ich. Ah, du versuchst mich zu outplayen, aber das meine ich. Wo ist Dalu? Sind das? Ja, genau. 10k, ne? 10k. Oben waren nochmal 3 ATMs. Wo oben? Hier direkt? Ja, ja. Da vor dir. Ja. Reichen die? Ja, 5000 pro dann, ne? Das sind 15.000, 25.000? Ja, reicht nicht. Nee. Nee. Brauche ich jetzt nochmal 3 ATMs. Also die Juwelen habt ihr alle, ne? Ja, die Juwelen hatten wir alle, ja. Ja. Boah, ob ich wir alle haben, weiß ich. Vielleicht ist da noch einer übrig. Ich hab mich echt beeilt. Der ist, springt gerade in Erdgeschoss. Erdgeschoss zum Feuer, hat da gerade eine Geldtasche hingeworfen. Rotes Oberteil steht jetzt beim Feuer hinter einer Säule aus meiner Perspektive jetzt. Der mit dem roten Oberteil sehr nah am Feuer steht. Genau der. Oh, das gibt's nicht. Krass. Hat's mir noch kaputt gemacht. Ah, das gibt's nicht. Der ist jetzt gerade hochgerannt, hat die Geldtasche oben drauf und ist jetzt vor dem Vault in der ersten Etage. Gitter. Wo gibt's noch Geld? Ich weiß noch wo. Auf der anderen Seite, aber da musst du da in den Bereich halt gehen. Oh, falsche Waffe. Na, was? Oh. Oh Gott! Ich hab noch eine Idee. Beides mal töten. Unten ist noch Geld. Nee. Ah, nee, er lebt noch. Ja, er lebt noch und ich hab auch noch was. Auf irgendeinem Tisch? Ja. Also bei dem Supervisor in dem Büro. Ist jetzt, rennt da rum, erste Etage auf dem roten Teppich und jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr. Da, wo die ganzen Pflanzen sind. Hat er jetzt versucht mit der Drohne jetzt das Geld wegzubringen. Die Drohne fliegt jetzt gerade am Vault vorbei an der ersten Etage. Der steht, ich kann dich zum Raum bringen, wenn du willst. Weiß nicht, wo das Geld ist. Ja. Wie viel sind das? Links? 28? Links, da in das Büro, da in das Büro, rechts. Nein, hier. Ja, andere Seite. Ich hab doch, das reicht, oder? Ja, ja. Du brauchst aber jetzt Geld in der Hand. Da hinten am Schreibtisch liegt Geld. Genau, du musst das Geld in der Hand. Du musst jetzt das Geld. Ich flieg einfach dahin! Aber das funktioniert. Nein, du musst. Das klappt doch! Flieg! Und Sieg! Ja, Flieg und Sieg! Nein! Du musst auch an den Wind. Ja, aber es war doch voll spannend. Das war doch. Ey, wie knapp das war! Holy shit! Du wärst einfach rausgelaufen. Alter, ich hätte ihn auch töten können. Also, oder versuchen können, ihn zu töten. Ich hätte es auch nicht geschafft, aber. Und die Drohne halt nur zum Ich dachte, das war dein Plan, deswegen bin ich die ganze Zeit. Deswegen bin ich nirgendwo hingegangen, wo Feuer war. Ich stand auch immer in der Nähe. Wir mussten halt, ich musste halt jeden ATM noch hacken, um die letzten Moneten zusammenzukratzen. Irgendwie habe ich mir so was gedacht. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Bei mir ist ein NPC tatsächlich an dem Pieper vorbei über den Tisch gesprungen. Ich tippe, weil da so viel los war, weil da so viele NPCs aufeinander standen und dann die Wegfindung das einfach gemacht hat. Aber normalerweise machen die das nicht. Ach, das war frech. Nee, Peter, wir haben die angewiesen. Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht habt ihr mich da irgendwie reingelegt, aber ich weiß nicht. Das waren die NPCs, die dich reingelegt haben. Ja. Auf jeden Fall spannendes Match und viel Spaß beim dritten. Jo.
Okay, Jay. Ich bin Manager. Ah, du bist da. Ich bin das Pferdchen. Heute gibt's Salami. Alter, bei Tarkov gibt's mittlerweile Salami. Ich weiß nicht, seit wann das gibt, aber die den steht Salty immer Dog, so. Den Salty Dog, den habe ich gekauft. Nee, nicht gekauft. Muss eine Found-In-Rate haben. Eine der Salami. Der heißt Salty Dog? Ja. Okay, den habe ich auch Found-In-Rate. Noch. Da darfst du auf jeden Fall nicht verkaufen. Okay. Eine. Der sieht so bescheuert aus, weil der einfach immer steht auf diesen Tischen. Wie so ein Phallus-Symbol. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Was machst du da? Hab dich im Blick. Einer hat im Erdgeschoss schon Feuer angemacht. Tür aufgemacht. Ach, scheiße, jetzt ist der schon wieder weg. Dreck. Ich mach mal Feuer. Er darf halt einfach nicht früh genug schießen. Da machst du schon, okay. Ich war auch davor. Jetzt dreht sich hier wieder so ein NPC so komisch im Kreis, wa? Ja, das ist Quatsch. Ja, das sind NPCs, oder? Ja. Meinst du, das könnte auch ein Spieler mittlerweile sein? Ja, es wäre so witzig, wenn sie uns damit verarschen würden, so nach dem Motto so, guck mal, ich verhalte mich komisch, aber sie traut sich nicht. Das heißt, 1-1 steht jetzt gerade, ne? Ja. Okay. Immer Joker. Christian, finde ich gut, dass du Joker nimmst. Ja, hier ist so viel Möglichkeit. Egal. Wo war denn dieser blöde Vent, wo man direkt nach unten kommt? Shit. Einer in der Haupthalle. Bei den Jewels. Weiß schon. Ah, okay. Normaler Cop. Okay. Nee, Security. Ich weiß gar nicht, was die macht mit dem weißen Oberteil und der Sonnenbrille. War nicht die mit dem Wasserbums? Kann sein, weiß ich nicht. Muss mal ein bisschen auf den Boden gucken. Auf jeden Fall Feuer in der Haupthalle. Ja, ich hab direkt mal Feuer gelegt. Wir haben schon wieder einen Bot. Wieso haben wir denn immer einen Bot? Den hab ich gespawnt. Ich kann direkt zu Anfang einen Bot spawnen. Ah. Ja, wir haben die Tante hier, die die Vaults wieder zumachen kann. Ist hier oben bei mir. In der Mitte wird jetzt gelöscht, das Feuer. Hat Feuer gelöscht. Beide sind in der Haupthalle. Geht jetzt hier lang weiter. Einer von denen, ich weiß nicht, wo der andere ist, ich sehe ihn gerade nicht. Der andere ist hier hinter Sepp. Sepp, der ist genau hinter dir. Mhm. Wie bin ich vorhin nochmal nach unten gekommen? Solange die noch keine Walls offen haben, kann ich noch nichts machen. Oben. Lol. Dieser Rock-Rubber Medium, ne? Alter Falter. Ich frage mich, wo der immer herkommt. Ich habe keine Ahnung, wer den hat, aber... Gas oben! Oh! Das war übel. Läuft halt komplett irre da rum. Wie so ein Call of Duty-Spieler, wa? Ja. Also, die sind halt echt nicht so smart. Aber dafür haben wir jetzt... Warum haben wir keinen Cop? Ich hab doch einen gekillt. Hast du die Cop-Klasse, die, wo wir dann eigentlich einen Cop hätten? Ich dachte, das ist... Ja. Ist das nicht bei Bots? Assi. Ja, keine Ahnung. Gab ein Vent, wo du ganz nach unten kommst. Fuck. Hab mir jetzt Feuer gemacht. Ah, ja. Hat ein Bot Ich guck grad, wer hier hinkommt, um das auszumachen, ob wir wissen, was der andere ist. Ah, ja, es ist einmal die Tresoren zumachen kann und die Security am Rücken stehen hat. Weißes Oberteil, blaue Mütze. Ja, ich weiß aber nicht, was die macht mit dem weißen Oberteil. Habe ich ja vergessen. Krieg mal ein bisschen ATMs, da kriege ich ja auch schon ganz schön Kohle raus. Ja. Renn mal ein bisschen die Flora hier. Ich lass das Geld aber noch liegen, damit er nicht direkt schon die Joker-Karte hat. Gute Idee. Aufmachen, Moment. Ich muss noch mal kurz in den Keller gehen, ob die da durch den... Hier ist eine Geldtasche. Da ist eine Geldtasche. Wo kommt denn das jetzt schon wieder alles her? Da ist eine Geldtasche. Hey, what the fuck? Wollte noch sagen, hier sind viele Geldtaschen. Ich war das, ich hab nur was aufgemacht. Ich weiß leider nicht aus dem Kopf. Hat der gerade da die Waffe weggezogen? Die eine Geldtasche ist, glaube ich, schon weg. What the fuck? Während ich unten war, die haben alle Geldtaschen eingesammelt. Nice. Feuer wurde gelöscht. Wie können wir überhaupt ein Vault aufmachen? Hier unten sind beide bei mir. Unten? Also Erdgeschoss, die Tante geht runter. Der andere, keine Ahnung. Ja, ist in der Haupthalle beim Jewelry. Wir haben ein paar mehr Bots gespawnt und jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen Mula. Ja, ich guck mal hier Jewelry. Da muss ein bisschen was gehen. Können wir uns ja mal angucken. Oh, hier ist doch schon offen. Fika.
kam man denn? Kann man auch ah, hier unten ist die Bankmanagerin. Kommt ja jetzt. Nee, ist nicht mitgekommen, ist nicht mitgekommen. Also diese Map ist so riesig. Ich bin hier an Teilen, wo ich vorher noch nie war. Die ist halt echt groß. Ah, hier sind alle. Nein, ich werde beschossen! Ich weiß nicht mal von wo! Mir geht's nicht so gut. Ich wurde gerade beschossen. Hier, geh dich heilen. Ja, mach ich auch. Ja, Feuer. Was war ich mit dem Fenster? Ich wollte schnell zum Polizeiauto kommen. Ja, ich habe auch Fenster kaputt gemacht. Wir litieren uns wieder. Ja, die breiten wieder vor, ne? Für den großen. Ja, ja. Geh mal runter zum. Könnt ihr irgendwo nochmal Feuer machen, da in der Ecke bei Jules oder so? Ja, oder mach ich mal. Da bin ich runter safe zum Tresor. So. Also nur wenn es safe ist, ne? Also. Ob hier bei mir ist jemand. Kriegen wir den Tresor unten auf? Sag mal, wo sind denn diese Bots alle gespawnt? Sind die auf dem Dach gespawnt oder was ist das? Ich sehe nur gerade, dass da ganz viele der Bots oben sind. Reingemacht. Okay, einer hier beim Jewelry. Wir haben keinen, in der Haupthalle. Der den Tresor aufkriegt, oder? Geht hoch. Wir machen halt leider, guck mal, wie viele Bot-Robber die mittlerweile haben. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Alles voll mit irgendwelchen Bots. Fuck. Ich hab keine Ahnung mehr, Alter, was hier alles passiert. Das sind super viele. Ich werd gleich. Der hat mich bestimmt auch beschossen, da der gibt ja voll Sinn dann. Yo, wir haben beide gerade auf den geschossen. Wieso kriege ich denn keinen Bot? Bot Sheriff for each robber she kills. Wieso kriege ich denn keinen? Das ist buggy. Ich hab doch gerade auch Christian gekillt. Geil. Also ich weiß nicht, was wie das sonst gehen soll. Für jeden Robber, den ich kill, kriege ich einen Bot. Aber bei uns spawnen die nicht, sondern bei denen. Kannst du unten den Tresor aufmachen? Ich nicht. Kann irgendwer den Tresor aufmachen? Nein, ich glaube nicht. Nein. Wenn mir keinen den Tresor aufmachen kann, dann schafft das ja niemals. Okay, beide im Jewelry. Wir können sie töten. Fuck. Ja, ohne Scheiß, sonst schaffen wir das nicht. War da nicht eben eine Bombe? Natürlich schaffen wir das mit dem Joker. Aber ich muss mit dem Geld halt rauskommen. Ist halt wieder ätzend, dass beide neben mir stehen, wenn ich da das Geld mitnehme. Die hüpfen halt die ganze Zeit nur hier in der Haupthalle rum. Ach, so Müll. Ach, keine Ahnung, Alter. Weg. Hier ist nochmal Geld. Ja, da, okay. Ja, okay. Hey, es ist immer noch keine Vault-Tür offen, oder? Soweit ich weiß. Ich frage mich, ob die den unteren Vault jetzt tatsächlich mal ausgeräumt haben über den Nee, haben die den Juwelier gerade ausgeräumt. Hab wieder Christian und ich krieg wieder keinen Bot dazu. Wieso ist denn das Geld bei den ATMs weg? Das hatte ich gerade aufgenommen für die Bots. Warum? Die ganz sinnlos auf dem Dach rumrennen und nichts machen sonst. Ja, oh, das habe ich doch liegen gelassen als Joker. Ja, ich wollte Chaos stiften. Ich wusste nicht, dass diese Bots komplett unnütz sind. Also ich habe hier 22k, das bringt uns aber auch nicht weit. Ja, ich also ich hab auch nochmal 28. 19, aber wir müssen halt irgendwo rein. Das bringt halt nichts, wenn wir irgendwo in den Tresor kommen, dann schaffen wir das halt nicht. Dafür ist halt Geld zu hoch. Chris, was machst du da? 43.000. Ich spawn ein paar Bombenkoffer. Ja, das ist schon mal ein Opener. Ja, und hat mich wieder erschossen. Alter, woher weiß der denn jedes Mal, wo ich bin? Ach, Kacke. Über. Ich hab gerade Geld runtergeworfen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich bin auch gerade hier vor Ort, aber. Ja. Bombe. Ja. Ah, ist wahrscheinlich einer der 5000 Bots. Wurde auch gerade wieder einfach von irgendeinem Bot erschossen, aber weiß nicht, welcher das ist. Die Vaults sind hier teilweise zu, aber es liegt trotzdem Geld davor. Ich verstehe es nicht. Legen die Bots da vielleicht einfach. Wollen die gerade einfach die Bots spielen lassen und gucken, was passiert? Hey, Christian hat ja auch schon. Stimmt, Sepp, erste Etage gemacht. Hat mich abgeschossen. Was zum Kotzen ist, ganz ehrlich, dass diese scheiß Bots auf dem Dach jetzt rumrennen. Ja, scheiß doch auf die Bots, die können eh nichts.
Doch, die stiften schön Chaos tatsächlich, wenn die richtig spawnen. Ja, auf dem Dach. Aber nehmen die uns nicht auch nicht? Ich sprenge den Tresor auf. Tresor hier ist auf. Ah, nice. Wenn noch mehr. Ja, jetzt kommt einfach die blöde Alte. Hier liegt halt viel zu wenig Geld rum für alles. Also bisher ist hier niemand. Soll ich mal anfangen, ihn auszuräumen, den Tresor? Ja, die bekämpfen hier draußen jetzt die 43.000. Okay, ich hab's einfach mal die Managerin getötet, damit die keinen Scheiß macht. Wir haben noch nicht rausgefunden, wo die Bombe war, ne? Locate den Joker. Mir da draußen. Nice. Wie viele Leben haben die denn? Jetzt keins mehr. Einer ist bei den Jules. Da ist die ganze Zeit hier und bekämpft jetzt sein Geld. Ach Mann, ey. Wo genau? Also welches ist draußen? Einer ist draußen. Ja, ich habe auch nochmal Geld rausgewonnen. Da liegt noch eine Menge jetzt, ne? Ja, ja. Also draußen liegt schon eine Menge Geld. Das Problem ist, ich sehe schon wieder nicht, wo die sich hier verstecken. Also selbst wenn wir alles Geld auf der Map gerade zusammennehmen, kommen wir da lange nicht hin, ne? Ja, hat wieder... Ach komm, Alter, Jace, guck mal, als ob die dich immer da finden. Jedes Mal findet der mal 30 Kohle da bekämpft. Ah nein, die Bombenkopf sind auch alle auf dem Dach gespawnt. Das ist hundertprozentig die Map, Alter, ihren scheiß Frames und ihren Bugs so. Deswegen, die spawnen alle Sachen, die spawnen auf dem Dach einfach. Wir haben hier nur 2 Volts, ne? Alter, ich hab die wieder erst super spät gesehen, Alter. Ja. Einer ist. Bei dir geht's ab? Ja, Erdgeschoss. Hat versucht. Leute. Wurde ich gerade gerespawnt? Ich war auf einmal wieder da. Ja, draußen zwischen so Autos. Draußen. Der wollte hochklettern. Entschuldigung, dann hätte ich definitiv. Ja, wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Es gibt nur noch eine Chance. Die Kiste sammelt das Geld ein. Also beim Auto liegen noch 42.000. Nom, nom, nom. Ja, aber sonst liegt halt nirgendwo. Okay, warte, wo sind die? Ich schleich mich an. Oben bei Sepp und Jules ist einer. Ja, dann nehme ich aber das Geld. Und halt's erstmal. Oh. Ich hab Peter gekämpft. Ich darf's ja nicht, ich darf's nicht abgeben. Ich behalte es. Jetzt hast du. Ich wollte gerade sagen, du brauchst 20. Ja, 20k musst du holen irgendwie. Ich behalte die. Ja, ich hab Jules aber gekriegt, denn ich bin Lucky vor ihm gesprungen. Okay, das war super Lucky. Also, damit er sich ärgert. Eigentlich, also. Lächerlich! Ja, egal, das wir haben gewonnen. So lächerlich. Ich habe jetzt halt 5000, da sind noch 7000. Nein, dich! Okay. Warte, ich habe die 7k, die kann ich holen. Aber das reicht nicht, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. 7, das sind 12k, sehe ich dann noch. Ja, reichen die? Nee, weiß ich nicht. Ich habe 62k. Der kommt. Du musst helfen. Ach, der andere stand direkt auch neben mir. Hey, all robbers died? Ich lebe noch! Sorry, all robbers died. Nee, okay, während ich noch Okay. Ich sag doch, diese Map ist verbuggt wie sonst. Das war so eine weirde Runde. Das war alles gebuggt, Alter. Ohne Scheiß, weil Jay hätte eigentlich Bots bekommen müssen, aber. Ja. Aber ihr wahrscheinlich auch. Auf dem Dach. Ja, die sind alle auf dem Dach. Und das wir haben gar keine Bots gekriegt, ach so. Obwohl wir hätten Bots bekommen müssen. Ja, von uns standen, glaube ich, 7 Bots oder so auf dem Dach. Ja, wir haben keine bekommen. Das war ja super weird. Und Jules, ich bin halt total unlucky direkt vor dir wieder gespawnt, ne? Ja, ich hab's gesehen. Wer war die blaue Managerin? Unlucky, Alter. War das Jay? Das war ich. Achso, ich hab dich öfter mal angeschossen und mich als Kiste verwandelt. Ah, du warst da eine Kiste? Ich dachte, wer ist das? Ich dachte die ganze Zeit, sind das die Bots, die mich anschießen und dann aufhören? Wer macht sowas? Alter, ich mach mich immer, so. Du drehst dich immer wieder um und dann hab ich mich direkt als Kiste. Geil. Oh, kleiner Arschkeks, ey. Ja, schön. Also, was für eine verrückte Folge. Perfect Heist 2, das wieder da war. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.